Hallo, mein Name ist Anna Neubert und ich bin Produktmanagerin für Kartoffelherbizide bei der Firma FMC. Ich präsentiere heute Shark, neue Lösungsansätze zur Sekation in Kartoffeln. Den Vortrag habe ich zusammen mit meinen Kollegen Albert Günigmann und Andreas Flörtsch erarbeitet. Diese sind später bei der Diskussion auch live dabei. Einleitung. Die Sekation ist ein wirklich wichtiges Verfahren zur Ernteerleichterung und zur Qualitätssicherung. Es gibt das mechanische Verfahren, also das Krautschlagen, oder jetzt relativ neu das elektronische Verfahren. Es gibt aber auch die klassische Variante, das ist die chemische Sekation. Hier stehen uns die beiden Mittel Quickdown mit dem Wirkstoff Pyrafluen und das Mittel Shark mit dem Wirkstoff Carfentrazon zur Verfügung. Seit 2020 sind Dyquat-basierte Mittel nicht mehr erlaubt. Es gab also eine Umstellung in der chemischen Sekation. 2019 hat FMC diese Fragestellung in einer Versuchsfrage aufgegriffen und ist dem nachgegangen. Es wurden FMC-Auftragsversuche durchgeführt, zusammen mit der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen und einem privaten Versuchsansteller, der Agronord. Material und Methoden. Es gab drei Versuchsstandorte, Meppen und Goldenstedt in Niedersachsen und Sarnitz in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Versuche waren voll randomisiert und vierfach wiederholt. Geprüft wurden verschiedene Kartoffelreifegruppen der Gruppe 2 bis 4, also früh bis mittelspät. Es gab zwei Termine zum Applikationsstart. Das waren zum einen war die Kartoffel hier im BBCH-Stadium 74 bis 79 oder der späte Termin BBCH-Stadium 81 bis 88 der Kartoffel. In der Tabelle unten sind die verschiedenen Sorten, ihre Reifegruppen aufgelistet und das jeweilige BBCH-Stadium, wenn wir mit dem Applikation gestartet sind. Versuchsaufbau. Es gab drei Behandlungstermine. Der T1-Termin, hier nur in Variante 5 dargestellt mit einer stark reduzierten Vorlage von Quickdown plus Toll. Der T2-Termin fand immer 5 Tage nach dem ersten Termin statt. Der dritte Termin, der T3-Termin, fand entweder 2 Tage nach dem Krautschlagen oder 5 Tage nach dem T2-Termin statt. Schauen wir uns die einzelnen Versuchsvarianten etwas genauer an. Wir haben zum einen die unbehandelte Kontrolle in der 1, dann in Variante 2 haben wir eine Spritzfolge aus der vollen Aufwandmenge von Shark, gefolgt voller Aufwandmenge von Quickdown. In Variante 3 haben wir zu der vollen Aufwandmenge von Shark noch das Additiv Trend hinzugegeben und dann wieder eine Nachlage von Quickdown plus Toll voller Aufwandmenge. In Variante 4 haben wir eine Kombination oder eine Tankmischung aus reduzierter Aufwandmenge von Shark plus Quickdown gemacht, gefolgt von einer Nachlage Quickdown plus Toll voller Aufwandmenge. Wie eben schon erwähnt, in Variante 5 zum T1-Termin eine stark reduzierte Vorlage von Quickdown plus Toll, gefolgt von Shark zum T2-Termin, wieder gefolgt von einer Nachlage von Quickdown plus Toll voller Aufwandmenge. In Variante 6 haben wir den alten Standard nochmal getestet, das heißt eine Vorlage von Reglone gefolgt von Shark. Variante 7 ist die Kombination aus dem mechanischen Verfahren von Krautschlagen gefolgt nach 2 Tagen von einem Liter Shark. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Für den frühen Termin hatten die Kartoffeln das BBCH-Stadion 74 bis 79 zum Behandlungsstart. Bonitiert wurde die Wirkung auf die Blätter und die Stängel in Prozent. Dargestellt im grünen Balken ist die Sekation auf die Blätter in Prozent oder die Wirkung der Sekation auf die Blätter in Prozent. Der orangene Balken stellt die Stängel dar. Heraussticht Variante 7 ganz eindeutig mit annähernd fast 100% Wirkungsgrad. Hier ist das ist das kombinierte Verfahren aus Krautschlag gefolgt von Shark. Wir haben dann über die Varianten 2 bis 6 den Median gelegt und haben sozusagen, also ohne die unbehandelte Kontrolle und ohne das kombinierte Verfahren. Und was wir hier sehen können zum frühen Termin ist, der Median der Sekation auf die Blätter in Prozent liegt bei etwas über 80% und der Median auf die Sekation der Stängel im Prozent liegt bei knapp 70%. Schauen wir uns mal die Ergebnisse für den späten Termin an. Zum Behandlungsstart hatte die Kartoffel hier das BBCH-Stadium 81 bis 88. Auch hier wurden wieder die Wirkung auf Blätter und Stängel bonitiert. Mit grün wieder dargestellt die Sekation auf die Blätter in Prozent und orange stellt die Stängelwirkung dar. Was wir hier sehen können, ist Variante 7, auch hier wieder fast annähernd 100% Wirkungsgrad erreicht im kombinierten Verfahren.
Der Median wurde hier über die Varianten 2 bis 6, also die chemischen Anwendungen, wieder gebildet. Und was wir hier sehen können, ist, dass der Median der Sekretion auf den Blättern in Prozent bei über 90% liegt und der Median der Sekretion der Stängel in Prozent bei knapp 90%. Also wir erreichen deutlich höhere Wirkungsgrade über die chemischen Anwendungen. Diskussion der Ergebnisse. Der Anwendungstermin für die rein chemischen Anwendungen hat einen sehr großen Einfluss auf den Wirkungsgrad. Die Anwendung von Shark, gefolgt nach dem Krautstarken, war die beste Variante in beiden Versuchsreihen. Zum zweiten Anwendungstermin, das heißt zum BBC 81 bis 88 der Kartoffel, wurde durchgehend eine bessere Sekretionsleistung bonitiert. Dies hat sicher damit zu tun, dass die Bestände über alle Prüfglieder gleichmäßiger und schon viel weiter in der Abreife waren. Gleichmäßiger abgereift war, also weiter in der Abreife. Der Zusatz von Trenn zu Shark bewirkte nur bei der späteren Anwendung einen leicht positiven Effekt. Und was passierte 2020? Was passierte im Corona-Jahr? Wir haben die Versuchsreihe an drei Standorten auch in 2020 weitergeführt, allerdings erweitert um die Versuchsfrage, ob es einen Einfluss von unterschiedlichen Additiven zum Shark hinzugeben kann. Und was ich bis jetzt sagen kann, ist Bestätigung. Das heißt, Krautschlagen gefolgt von Shark war die stärkste Variante auch in dieser Versuchsreihe. Der Zusatz von weiteren Additiven zu Shark hatte positive bis keine Einflüsse. Was wir sehen ist, es gibt einen Einfluss von Umweltbedingungen, es gibt definitiv einen Einfluss von Lichtintensität und wir sehen auch Unterschiede bei den Sorten und bei den Reifegruppen. Fazit. Shark ist ein hervorragendes Sekretionsmittel. Und hier ist es egal, ob Sie Shark in Tankmischung oder in Spritzfolgen mit Quickdown plus Toil anwenden. Die Anwendung Krautschlagen gefolgt von Shark war über alle Versuchsvarianten immer die beste Variante. Das heißt, wenn die Maschinerie, also der Krautschlägler, vorhanden ist, könnten so Arbeitsspitzen entzerrt werden. Der Anwendungszeitpunkt selber entscheidet über den Sekretionserfolg. Das haben wir sehr deutlich in den Versuchsreihen gesehen. Und Additive können regional positive Effekte haben. Ich bedanke mich und freue mich auf eine gute Diskussion.